hallo Nils. Also, ist ja schon ein paar Tage her, dass wir alle zusammen hier in deinem Einkaufszentrum waren. Wie laufen denn die Geschäfte? Ach, Mutter, du weißt doch, Luxus pur hier bei mir im Einkaufszentrum. Ich wollte euch noch was mitteilen. Die Playmobil Times hat dieses Einkaufszentrum hier für das luxuriöseste Einkaufszentrum ja bewertet, was es hier im ganz Playmobil-Land gibt. Und wie ihr auch sehen könnt, ist es wirklich proppevoll hier. Und das jeden Tag. Also, was soll ich sagen? Es läuft halt ziemlich gut. Wir werden von Tag zu Tag reicher. Aber das ist ja auch normal bei uns. Also, das soll jetzt wirklich das luxuriöseste Einkaufszentrum sein? In ganz Playmobil-Land? Also, das ist ja wohl ein Quatsch. Wir kommen extra aus Play New York hierher und das ist ja wohl ein Witz hier. Also bitte, wenn ich mir diese Einrichtung hier anschaue, also die hat doch höchstens 6, 7 Millionen Euro gekostet. Das ist ja sowas von billig und abgedroschen. Oh Mann, dafür habe ich mir jetzt extra Urlaub genommen. Also dann hätte ich ja gleich aufs schäbigste Klo der Welt gehen können, statt in dieses Einkaufszentrum. Also das tut mir natürlich leid, aber da hatten wir doch was organisiert. Sag mal, was soll das denn? Warum hast du uns hier hingebracht? Play New York Times stand, dass das das luxuriöseste Einkaufszentrum ist. Und deswegen sind wir jetzt hier. War das etwa toll, hast du kein das hinbekommen. Volltreffer? Ah, sieh mal einer an, das scheinen ja neue Kunden zu sein. Und oh, die scheinen ja wirklich sehr, sehr wohlhabend zu sein. Jackpot! Hallo, schönen guten Tag, Nils Schnösel mein Name, der Besitzer von diesem Einkaufszentrum. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo, und ich bin Maren Schnösel, stellvertretende Managerin hier und gleichzeitig Mutter von Nils Schnösel, auch wenn man es mir nicht ansieht. Ja, und ich der Mike Schnösel. Also ich bin der Investor und gleichzeitig auch der Papa von dem Nils und wir sind ziemlich reich. Ja, ja, man sieht es. Wir wollten es jetzt nicht laut sagen, aber ja, wir sind reich. Sie sind reich? Also ich habe gehört, dass Leute, die behaupten, dass sie reich sind, gar nicht reich sind, aber wenn man sie mal so ansieht, diese Klamotten, die sind ja furchtbar. Also bitte, Sie sind reich, dass ich nicht lache, tut mir leid, aber so, wir dachten, das wäre hier irgendein Vorraum zum Einkaufszentrum und das soll das Einkaufszentrum sein, also bitte. Oh, das scheint dein erstes Einkaufszentrum zu sein, also ich habe schon 15 Einkaufszentren, du machst echt Anfängerfehler, Nils. Wie bitte, was? Das verstehe ich jetzt nicht, du hast 15 Einkaufszentren, also wie geht das denn? Und wie bitte? Wie haben Sie mein Kleid gerade genannt? Das ist aus der neuen Sommerkollektion von Versace, also bitte. Ach, das weiß ich selbstverständlich doch. Die Chefdesignerin ist meine beste Freundin und sie hat mir gesagt, das war wirklich ein Fehlgriff. Sie bereut es total, dieses Outfit entworfen zu haben. Hätte sie auf dem Flohmarkt verkaufen sollen. Familie Schnösel, also wenn haben wir vielleicht eine Gemeinsamkeit? Unser Nachname klingt ähnlich. Wir sind Familie Schnöseliger aus New York, also... Also tut mir leid, das gefällt mir hier gar nicht. Wir hätten hier nicht reinkommen dürfen. Ich glaube, wir werden hiernach gekündigt. Mal wieder. Also ich muss jetzt, glaube ich, auch um meinen Job bangen, weil die Familie Schnöseliger, die mag es gar nicht, irgendwie falsche Empfehlungen zu bekommen. Und dieses Einkaufszentrum ist einfach nicht luxuriös genug. Und außerdem, dieses Kleid, das gibt es mittlerweile für 200.000 Euro. Also bitte, dieses Kleid kann sich wirklich jeder leisten. Das ist von der Stange. Von der Stange, das nehmen Sie sofort zurück. Das ist eine Unverschämtheit. Ihr Outfit, das sieht auch aus, als hätte es nur 50.000 Euro oder so gekostet. Was soll das? Also, mein Outfit ist wirklich wunderschön. Oh, ist das etwa dein Wagen, Nils? Ach so, du meinst den Lamborghini da? Ja, ja, der gehört mir. Habe ich letzte Weihnachten bekommen. Ja, so ein kleines Geschenk hier am Rande. Ist okay. Also, das ist nicht schlecht für jemanden, der reich ist, ja, muss ich zugeben. Du, ne? Das hast du bestimmt nicht. Ja, muss ich zugeben, habe ich wirklich nicht. Aber ich habe dafür das. Wer ist reicher? Wie? Da siehst du da drüben, das Kleine da. Gehört dir das? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ja, das ist mein privates Flugzeug. Also bei Familie Schnöseliger hat jeder sein eigenes Flugzeug. Wie, wir haben nur ein Flugzeug und ihr habt jeder eins? Oh Mann, ihr seid wirklich ziemlich reich. Wie geht das denn? Aber ich werde das Flugzeug austauschen, das ist schon ein paar Monate alt. Also ich will mal wieder ein neues Modell. Oh Mann. Naja, vielleicht kommst du da irgendwann auch mal hin. Also bei mir ist es ja so, ich besitze 200 Banken und auch 500 Immobilien. Das ist eigentlich relativ in Ordnung, aber meine Freunde, die haben natürlich viel mehr, aber das ist okay. Oh, okay, 200 Banken und wie viel? 500 Immobilien? Okay, sie sind wirklich Schnöseliger. Also ich sag's gerne nochmal zum Mitschreiben. Dieses Einkaufszentrum ist wirklich das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Normalerweise wird es extra geschlossen, wenn wir hier sind. Hier läuft ja noch das Fußvolk rum. Also wir brauchen viele Leute, die hier einkaufen. Irgendwie müssen wir hier noch reicher werden. Meine Damen, gibt's hier irgendwie Stress? Also selbstverständlich gibt's hier Stress. Hier läuft eine rum, die hat ein absolut hässliches Versace-Kleid. Also das kann man doch nicht tragen. Aha, also sowas lasse ich mir nicht bieten. Sie tragen doch nur Schminke für 2.000 Euro. Sowas Billiges.
Alles klar, nicht meine Liga. Ich bin hier weg, Leute. Also wirklich, auch dieser Brautladen, der ist wirklich total klein. Also, da kann man ja nichts kaufen. Und diese Sachen da, ugh. Also, Frau Schnöseliger, haben Sie Ahnung von Hochzeitsmode? Also, ich bin die führende Designerin, was Brautmode angeht. Aber das wissen Sie natürlich nicht. Sie kommen ja hier aus Playmobil City. Mutter, Vater, also ich hätte niemals gedacht, dass wir in so ein furchtbares Einkaufszentrum kommen. So eine Absteige. Nie wieder. Genau. Wirklich? Aber naja, man muss sowas auch mal gesehen haben. Da stimme ich dir zu. Ab nach Hause. Neue Erfahrung. Also, was das gibt's doch nicht. Die sind sowas von schnöselig und eingebildet. Mutter, das gibt es doch. Sowas habe ich noch nie gesehen. Was denken die überhaupt, wer die sind? Was sagen die da zu uns? Also Familie Schnösel bleibt hier die reichste Familie in Playmobil City. Naja, sie leben ja nicht auch in Playmobil City. Das ist ganz gut.